Habe allerdings in der Universität ein Buch gefunden, das hieß 7 Jahre im La Plata. Und das war von einem Deutschen, der vom uruguayischen Staat angestellt wurde, im Jahr 1912 in Uruguay die Weizensorten zu verbessern. Und das ist ein absolut interessantes Buch für mich gewesen, augenöffnend. Vor allem auch, weil 100 Jahre später alles noch genauso war. Also alles, über was er sich beschwert hat, war auch immer noch so. Oder ist auch immer noch so. Und in Uruguay dann, wie ich wieder hier war, habe ich dann sogar noch mitgekriegt, dass dieser Mann also hier der Übervater der uruguayischen Landwirtschaft ist. Weil das halt ein klassischer Deutscher war, der sich was in den Kopf gesetzt hatte, nach Uruguay gegangen ist und das dann auch durchgezogen hat. Das haben die Uruguayer schon mal gar nicht verstanden. Also der kam in Uruguay an und in dem Buch beschreibt er halt, dass Montevideo voller internationaler Spezialisten sei, die über die Rambla flanieren und darauf warten, dass sie denn irgendwann mal dann auch anfangen dürfen zu arbeiten. Also der Typ zum Beispiel hat sich halt ganz viele Samen, Weizensamensorten besorgt, von denen er glaubte, dass die halt funktionieren könnten hier. Das sind ja klimatische Angelegenheiten. Dementsprechend hat er halt Mittelmeerraum gesucht, Spanien, Italien. Da hat sich ganz viele Samen halt mitgenommen. Man kann sich das vorstellen, der wird wahrscheinlich mit dem Schiff gefahren sein in der Zeit. Und wie er dann in Uruguay ankam, hat die Uruguayer gesagt, Huh, da ist ja der Deutsche. Was machen wir denn jetzt? Und ja, das Land hier hat 3 Millionen Einwohner auf einer Fläche, die halb so groß ist wie Deutschland. Also hier gibt es so viel Land, hier gibt es pro Person 5 Hektar. Und die Uruguayer haben ein Jahr gebraucht, um damals dem Deutschen 5 Quadratmeter Land zur Verfügung zu stellen, damit er überhaupt mal seine Samen aussäen kann. Und Saatgut verliert ja irgendwann auch seine Haltbarkeit, ne? Und er hat das letzten Endes sich alles selber besorgen müssen. Und nach einem Jahr haben sie dann irgendwie begriffen, dass der Typ das wohl ernst meinte. Und ihm dann halt so eine Aufzuchtstation oder eine vernünftige Fläche zur Verfügung gestellt. Und das ist heute die bedeutendste Einrichtung in Uruguay für landwirtschaftliche Entwicklung, Untersuchung und so weiter und so fort. Ja, und dann zum Beispiel hat er so ganz interessante Themen in seinem Buch auch, wie zum Beispiel das Problem, dass es ja nicht nur darauf ankommt, dass er jetzt nun eine Weizensorte findet, die funktioniert in Uruguay, sondern wie er dann den Leuten beibringt, dass er die benutzt. Und da wären wir dann vielleicht auch wieder ein bisschen wie bei der Permakultur, weil auch wenn wir jetzt davon überzeugt sind, dass die Permakultur gut ist, wie kriegen wir die Leute dazu, dass die ja das dann auch machen, umsetzen, ne? Und bei dem war es einfach so, der hat halt beschrieben, dass die Leute im Umkreis von da, wo er halt den Weizen gepflanzt hat, die haben halt gesehen, dass sein Weizen gut wächst und dementsprechend dann das angefangen zu kopieren und dann auch seinen Weizensorten wirklich zu nehmen. Und so hat sich das erstmal Stück für Stück ein bisschen ausgebreitet. Erinnert mich eher so an die Geschichte, wie angeblich der alte Fritz die Kartoffel in Deutschland ansiedeln wollte und weil es die Leute nicht gepflanzt haben, hat er halt gesagt, so, das darf jetzt nur noch der König essen und dann haben sie gleich alle angefangen, ihm die Kartoffeln aus dem Garten zu klauen. Ist irgendwie immer so ein bisschen in der Richtung. Jo, und